meistens durch das fressende Ding da verursacht. Ey, ey. Sam, ich wollte erst dickes Ding sagen, bevor ich fressendes Ding gesagt habe. Dafür bin ich aufgestanden. Ja, ja. Ich kann ja nicht, aufstehen, ich hab keine Hose an. Mach doch nicht. So, hey. Wir wollen alle bestimmt dein Film sehen. Ich hab ja noch eine Unterhose an. Nein. Nein. Mama sagt, ich darf nicht. Ich bin deine Mama. Geh rüber, wir wollen weitermachen. Hose. Nee, ich hab keine Hose an. Ich trage tatsächlich selten eine Hose im Stream. Weil man sieht mich ja nur bis ungefähr hier und dann ist ja Schluss. Also. Wenn ich jetzt ich hätte aufstehen können, aber hätte ich die Kamera ausmachen müssen. Das geht zwar auch ganz einfach, aber habe ich keinen Bock drauf. Und du wirst gerade gelesen von meinem Vibe. Naja, so, ich kaufe jetzt keine Cola. Oh, es gibt auch eine. Alter, es gibt. Ach so, das ist ein Möbelstück. Ach so, ein Schild oder was? Sie ist schon wieder weg, das liest sie schon gar nicht mehr. Wie hat er denn geschrieben? Er schrieb: Hi, Weibstück, rumquietsch. Weibstück. Ja. Das klingt so poetisch. Reisboden. Okay, ich kaufe hier nichts, das ist alles voll teuer. Die sind aber bekloppt hier. So, Warte mal, ich will mit der alten noch labern. Hier, kann ich das? Huch, ich habe die erstmal gegossen. Ach ja, ich war ja bei Louis. Muss mich mal einen Rechtsklick gewöhnen. Ach, guck mal, hier ist Pam. Pam. Pam? Das ist Pam. Pam. Hey Kind, ich heiße Pam. Ja, schön, ich nicht. Und jetzt? Sei kein Idiot und wir werden uns gut verstehen. Alles klar, Pam. Ich schlender mal durch den Markt, vielleicht kann ich mir was klauen. Was ist denn mit dem Einräumburschen hier? Kann ich den verhauen? Hier, was ist er? Shane ist die. Ach, Shane ist das! Den hab ich gar nicht erkannt mit der Kackmütze. Der arbeitet hier. Oh, verräter Schwein! Oh, kannst du hier keinen Supermarkt. Ich bin mit Louis befreundet, um in sein Schlafzimmer zu betreten. Oh, wie schade. Du kannst aber jederzeit in mein Schlafzimmer kommen. So, was gibt's denn hier noch so? Das Rehschnitt wie Dival. Oh, hier ist eine Blume. Das wird erkennen wir doch. Die nehme ich mit. Ich habe eine Narzisse gesammelt. Na, ich wollte dich auch gerade ansprechen. Ja, ich dich auch. Hier, du kannst übrigens Blumen sammeln, die hier so in der Gegend rumstehen. Wenn du da mit der Maus rüber gehst, ist da ein Plus-Symbol und dann kannst du die mit Linksklick aufheben und einsammeln, ne? Kann man alles verkaufen. Hier, ich hack den mal den Baumstamm hier weg. Kann ich gar nicht. Wie wir uns beide ansprechen wollten. Gunther. Ich bin Olaf. Ach, hier können wir Bücher abgeben, wenn wir welche finden. Wir können Bücher finden. Reisen über die Edelsteinsee. Ach, Edelsteinsee. Ich habe leichte Probleme beim Lesen. Aber ich bin Analphabet. Er ist zerlumpt, aber immer noch niedlich. Hier, guck mal, hier liegt so ein Hundeteddy oder was das sein soll. Sieht aus wie ein Hund. Sieht aus wie ein Teddy mit dem Hundekopf. Das sieht süß aus. Einblendung von Professor Eichfielen hier, sagt er. Achso, ich wollte ja mal hier Hofbuch. Auf zum Strand. So, Besuch am Strand südlich der Stadt vor 17 Uhr. Ah, schade, schon nach 17 Uhr. So, ich gehe mal wieder Richtung nach Hause, weil es ist gleich dunkel und dann müssen wir pennen gehen. Zeit geht viel zu schnell um. Naja, ich weiß nicht, ob man das irgendwo einstellen kann. Kann man, glaube ich, bei Tag-Nacht-Wechsel, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, der ist festgesetzt, glaube ich. Ja, wir haben ja quasi gar nichts geleistet, wirklich. So, hier ist noch eine Narzisse. Narduzisse. Hier ist der Friedhof. Ich bin aus Versehen auf dem Friedhof gelandet. Uiuiui. Jetzt muss ich erstmal wieder nach Hause finden. Wo, wir wohnen irgendwo oben links. Glaube ich. Da ist der Marktplatz. Da ist der Hauptweg. So, alles klar. Ich bin gleich zu Hause. Ich nicht. Ich nicht. Ich habe gerade irgendeine Tür knallen gehört. Was du jetzt? Ja, ich bin an einem Haus gegangen.
Na so. Hallo. Ich sammle mal Blumen, damit ich die verkaufen kann. Irgendwer muss ja hier Geld verdienen, ne? Ich schnorre gerne, weißt du doch. Ich habe Löwenzahn gesammelt. Dumm, dumm, dürre, dumm. Wobei, ich summe das lieber nicht. Na, jetzt da Copyright drauf. Mhm. Wenn die Videos nicht geklingt. Ja, nur noch 24 Leute. Echt? Wie viel muss ich? Ja. Sammeln? Oh Mist! Wir müssen in irgendeine Mine. Danke, Ohrwurm. Oh, 24 Leute? Ich auch nur noch 24. Vier habe ich gefunden. Ich auch. So, es ist 19.50 Uhr. Ich lege mal die Blumen in die Kiste. 20 Uhr. Löwenzahn, Harz weg, das weg. Oh, warte mal. Nee, der bringt gar nichts. Oh, geil. Oh, Lauch bringt 40 Energie und 16 Gesundheit. Haha, sag mal, Lauch taugt nichts, Alter. Ey. Yeah. Zeig dir mal, wie hier ein Lauch ist. Was? Weiß nicht, wie man nach Hause kommt. Dann guck auf die Map. Wo bist du denn gelandet? Du bist ja ganz woanders. Guck mal, wo du bist. Ich bin aber in der Nähe. Jaja, du musst jetzt nach oben rechts. Alter, unsere Farm ist aber ganz schön groß, ne? Mhm. Ist das hier nix? Da ist noch ein Weg, den wir freilegen müssen. Papa, Papa, ich hab mich verlaufen. Oh ja, dann sieh zu, dass du herkommst. Ohne dich kann ich nicht schlafen. Das hast du ja süß gesagt. Ja. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Irgendwie so gehen das Lied doch. Was? Doch, doch. Ich bin da. Ja, dann. Mein Weg ist versperrt. Ich habe was gefunden. Du hast eine Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann sie dir aufbrechen. Wer weiß, was darin verborgen ist. Geil. Hab ich auch. Ja, dann müssen wir mal zum Schmied gehen. Der kann die aufmachen. Ich, mach hier gerade noch so ein bisschen die Farm sauber. Ja, ich muss auch meinen Weg durchbauen. Weil ich noch Energie habe. Können wir ein bisschen aufräumen. Plopp. Ich muss auch. Sonst komme ich nicht durch. Ich höre dich. Glaube ich. Oder hast du gerade irgendwas aufgemacht? Ich hab gehackt. Ich höre dich auch hacken. Achso. Ich höre dich voll laut auch. So, um 23 Uhr gehe ich aber pennen. Muss morgen wieder früh aufstehen. Die Arbeit ruft. Hallo? Jetzt. So, 23 Uhr, ich gehe nach Hause. Tschüss. Wupp. Hast du das auch gehört? Nee. Schade. So, ab ins Bett mit dir. Zack, zack. Ich versuche, mich hochzuarbeiten. Ja. Ja, ehrlich mal, Alter. Hier, Hazel sagt auch schon, wie Zorro von One Piece. Nur am Verlaufen. Der ist ja so, da hast du mal eine Karte und rennst trotzdem noch dran vorbei. Oh, bist du ins Bett gekommen? Ja. Cool. Alter, guck mal, ich habe ein paar Blumen in Kiste gelegt, wir haben 212 Gold damit verdient. Das habe ich gut gemacht, oder? Das war ich. Klar. Zieh dir mal hier nicht meine Lorbeeren rein, du. Doch, natürlich. Nee, die schmecken nämlich gar nicht. Vierter Tag. Kikerikiki. Oh, ach Mist, jetzt muss ich wieder Blumen gießen. Ich hab Kohle gefunden. Ja, hab ich auch schon. Oh. Haha. Ich gieß mal unser Feld hier, ne? Aber nicht, dass ich hier jetzt die ganze Arbeit mache und du erntest den Scheiß nachher ab, ne? Nein. Das ist nämlich Mobbing. Aber bis du mal aus dem Bett aufgestanden bist, hab ich hier schon so alles fertig. Ich hab dich gar nicht rauskommen sehen, du schwindelst doch. Ich bin auch an meiner Kiste dran. So, also ich gehe gleich mal in die Stadt und guck mal, was man noch so alles besorgen kann und so kaufen kann. Wir brauchen ja noch mehr Saatgut. Kluck. Oh, man kann doch die Farbe der Kiste verändern. Ja. Cool. Komm hier wieder raus. Ich gehe gleich mal zum Schmied. Ich muss ihn nur finden. Dann lasse ich mal meine Geode aufbrechen. So, das da rein. Oh, ich habe sogar zwei Geoden.
Das ist ja geil. So, den Lauch, den packe ich auch erstmal in eine Kiste. Kann man denn irgendwo sehen, wo der Schmied wohnt? Da ist der Markt. Oh ja, geil. Schmied, öffnet um 9. Okay, ich weiß, wo er ist. Da gehe ich jetzt mal hin. Ich glaube, das kostet aber was, wenn der das aufmachen will. Tschüss. Dum, 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 dum. Schmied, Schmied, Schmied. Da ist gerade eine Nuss vom Baum gefallen. Die will ich haben. Mich gerade ein Eichhörnchen in den Baum geklettert und hat dabei eine Nuss runtergeworfen. Ich glaube, das wollte mich umbringen. Aufgesammelt. Eine Eichel. Was macht die? Oh, Saat. Geil. Da kann man, damit kann ich einen Eichenbaum pflanzen. Schmied, der war. Wo bin ich? Ich bin da. Unter dem Markt. Und zum Strand müssen wir auch noch. Können wir erstmal unser Hof frei machen. So. Ah, und hier will einer. Muss auch noch eine Angel kaufen. Ach, ja, es ist nicht schlimm. Ist mir ja nicht auf den Kopf gefallen, aber ich betrachte das als Angriff, ne? So, da drüben wohnt ein Penner, wie mir scheint. Hier ist der Schmied. Nee, ich hab ne Iode hier. Hör mal. Klump Klaus. Kann so. Ich denn eine Kuh kaufen? Clint. Ja, musst du mal hier in den Geschäften rumgucken. Hi, ich bin Clint. Ich nicht. Der Schmied der Stadt, wenn du jemals deine Werkzeuge verbessern willst, bin ich dein Mann. Oh, ich will mich heiraten. Das ist süß. Er will dich heiraten? Ja, er sagte, wenn ich meine Werkzeuge verbessern will, dann ist er mein Mann. Also, das ist die Voraussetzung. Werkzeuge verbessern geht nur mit Heirat. So, Geode aufbrechen. 25 Gold pro Geode kostet das. Ja. Macht Oma. Geode aufbrechen. Was habe ich bekommen? Ein gewöhnliches Erz, das zu Barren geschmolzen. Kupfererz, okay. Und? Oh, das sieht wertvoll aus. Ein Nikoid habe ich bekommen. Ich habe einmal Kupfererz und einmal Nikoid. So, und der hat auch... Ach, Mann, ich will immer mit Linksklick. So, der hat Erze, aber keine Werkzeuge. Glaube ich, oder? Ne, der hat keine Werkzeuge. Schade, der hat nur Erze. Okay, Erze brauche ich nicht. Ich brauche einen, der mir Werkzeug verkauft. Das ist ganz schön groß. So, und mit dem Nikoid, Gunther kann dir mehr darüber erzählen, wenn du es dem Museum spendest. Ja, mach ich doch glatt. Der wohnt ja gleich hier unten. Oh. Ich hab eine Sequenz. Vom Gunther. Der hat ein Museum, in dem nichts drin ist. Entsetzlich. Ach nee, das ist mehr so Cowboy. Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Howdy, Partner. Hast du einen Stein für mich? Wir sind in Texas. So, was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mich sehen. Klingt das wie ein Cowboy? Nee, ne? Mm-mm. Ah, kann das nicht gut. Ich kann nur gut Russisch. Dawai. Wodka. Was sagen du? Bemerkenswert. Der könnte auch Russe sein, so wie er aussieht. Es ist sehr alt. Ich würde es gerne genau unter die Lupe nehmen, aber es gehört dir. Ich bin langsam erschöpft. Ja, dann geh doch pennen. Hm, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Wir könnten zusammen... Entschuldigung. bahnbrechende Entdeckungen machen. Und wer weiß, wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht den einen oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Oh. Denk drüber nach, ja. Wenn du was spendest, bring das Objekt einfach hier zur Rezeption. Ja, dann lass mich doch mal machen jetzt. Also wir können aber jetzt... Weiß man, dass man ernten kann? Wenn das reif ist. Wenn da ein Plus dran steht, glaube ich. Aber das ist noch nicht reif. Ich habe das doch gerade erst gespendet, gegossen. Okay. So, Museum spenden. Ich habe fast dem Museum gespendet. Mechanicals hat dem Museum Nikoid gespendet. Geiler Typ bin ich, ne? So, es sieht nicht so aus, als hättest du irgendwas... Was? Schön, dass ich deine Post lesen kann. Wie meine Post? Welche Post?
wollte das Post im. Hä? Als ich losgegangen bin, hatte ich keine Post. So, ich muss mal gucken, wo kann man denn noch hier? Haus des Bürgermeisters, Zuhause, Wohnwagen. Oh, da kommt irgendjemand. Hey. Hey du, hey du, hey du, hey du, hey du, hey du. Hey, hey. Sam. Sieht aus wie Son Goku mit der Frisur, Alter. Hey, ich bin Sam, nett dich kennenzulernen. Ja, ich bin nicht Sam und ich will dich nie wiedersehen. Schöne Hütte. Weidengasse, Weidengasse. Kneipe. Klinik. Gemeinschaftszentrum. Hier ist ein Spielplatz. Bushaltestelle. Zu Hause von Robin. Laden an den meisten Tagen. Hier, Schreinerladen. Einmal nach oben. Einmal nach oben. Hier ist ein Hund. Ein Dog. Da? Nee, ne? Nee, noch weiter. Okay, aber. Da lang und dann den Weg einfach nach oben. Immer wollt ihr hier lang. Wo muss ich erstmal orientieren hier? Hier. Ah, hier ist das Gemeinschaftszentrum. Das können wir, glaube ich, auch noch auf Vordermann bringen. Es ist verschlossen, ja, das ist ja schade. Bleibst. Was? Die Leiste füllt sich auch wieder auf. Hä? Ich dachte, die Leiste füllt sich auch wieder auf. Wie, von alleine? Mhm. Nur glaube ich nicht. Einfach nur stehen. Doch. Echt? Das dauert aber ewig, oder? Naja, geht's. Man muss halt nur stehen bleiben. Mhm. So, ich bin jetzt im Schreinerladen. Ich glaube, hier kannst du einen Stall dir holen. Es ist nur keiner da. Oder nee, die fühlt sich mehr auf, wenn du einfach im Bett liegst. Ach so. Ich lieg gerade in deinem Bett. Das sind hier keine. Ach Mist. Ich bin zu spät, glaube ich, ne? Ja, 9 bis 17 Uhr. Ach, ficken. Scheiße hier. Archäologie, fertig. 250 Gold habe ich für uns verdient. Hast du überhaupt schon mal irgendwas an Geld verdient heute? Nee, ne? Was? Hast du schon mal was an Geld verdient? Nein, ich hab die Farm aufgeräumt. Achso. Ja, ich komm mal, ich versuch mal zurückzukommen. Ich lieg grad in deinem Bett und ruh mich aus. Das ist ja toll. Brauchst du doch gar nicht mehr. Wir gehen doch eh gleich pennen. Ich will hier schlafen. Mhm. Tue das. Komm ich von hier überhaupt zu Hause? Da lang und dann da runter. Jetzt ein fetter Brunnen. Ja, Ruhe. Selber. Ferkel. Iselferkel. Iselferkel. Dumm, dumm, dumm. Also ich kann mit deinen Kopfhörern auf jeden Fall nicht trinken. Warum nicht? Weil wenn ich meinen Kopf nach hinten neige, dann rutschen die nach hinten. Aha. Und die sind schon klein eingestellt. Wir schlafen gerade zusammen in einem Bett. Echt? Ja. Ah, hör auf zu kneifen. Aha. Da bist du. So, fertig. Was regnet schon wieder? Schwanger? Wahrscheinlich, ja. Bei meinem Glück, ja. So, Sachen habe ich abgelegt. Es regnet, das heißt, ich brauche nicht gießen. Sauber Sachen. Ja, die ist zum Verkaufen. Wenn du da irgendwas hast, was du verkaufen willst, kannst du es reinschmeißen. So, an unsere geschätzten Julia-Marktkunden. Unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Berges ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, Vorfall, eventuell Unterstützung, Morris, bla. So, das heißt, es ist jetzt irgendwo ein Weg frei geworden. Wahrscheinlich in die Mine.
Wir könnten jetzt Minen gehen. Aber was ist mit unserer Farm? Was soll denn sein? Ist ja noch so überwuchert. Ja, dann musst du freiräumen.